Fenster. Und jetzt haben wir hier natürlich keine Spitzhacke. Ach Gott, ist das ärgerlich. Wo wir doch hier eigentlich eine bräuchten. Ja, kloppt das mit der Hand. Ja. Wie stark man eigentlich auch ist, um solche Burgmauern einfach mit der Hand wegzuklopfen. Es ist doch total absurd eigentlich. Wenn man das mal hinterfragt. Da ist der Mond. Schön käsig, wie immer. Ripun. Oh Gott, ich muss dann vielleicht den Lava-Generator umsetzen. Eins, zwei, drei, vier. Und dann waren hier jetzt wie viele? Eins, zwei. Ja, ich werde den sicherheitshalber einfach mal umsetzen. Wo sind denn meine Eimer? Hier sind meine Eimer. Das ist mir zu gefährlich. Tendenziell könnten wir jetzt theoretisch auch schon in den Nether gehen, aber das lassen wir mal. Oh Gott, wie war das jetzt hier? Genau, 2, 1... Ach so, lol. Moment. Eins, zwei, drei, vier. Dann hier runter dann so. Machen wir das jetzt so. Das ist eine Unebenheit, also so richtig schön. Ungerade ist das jetzt hier. So, so machen. Dann ist das so ziemlich das denkbar ungünstigste überhaupt. Ja, dann machen wir das ja anders. Anders als ursprünglich geplant. Setzen wir das hier so um, dass es hier tatsächlich eins weiter rechts ist. Also quasi direkt hier so. Yo. Okay. Ich muss hier ausmessen. Okay. Das funktioniert so schon mal nicht. Das soll jetzt symmetrisch sein. Gut, für das untere Geschoss kann man das schon mal so machen. Ja, wobei das tatsächlich noch ein bisschen wenig Holz ist. Wenn ich ehrlich bin. Vor allem, weil ja noch ein Holzboden reinkommt. Ich jetzt hier schon mal gleich reinbaue. Ohne Treppe. Aber kann ich endlich diese hässliche provisorische Drecktreppe da mal wegmachen. Ist ja wunderbar. So. Und ja, wir bauen ein Haus. Auch wenn da jetzt erstmal 70 Jahre dauern wird, bis da ein Dach reinkommt. Also raufkommt.
Weil Dächer bauen in der Alpha einfach scheiße unmöglich ist. Sag ich jetzt mal. Also. Hat man ja gesehen. Wir haben einen Versuch gemacht. Es ist an allem gescheitert. Weil die Treppen einfach nicht so wollten, wie es ist. Und ich will das Dach doppelt so steil bauen. Und es funktioniert wahrscheinlich nicht. Und um rumzuprobieren, ist mir das Material Lehm eigentlich zu teuer. Und zu selten. Ich will nicht wissen, wie lange ich hier suchen müsste, um an so ein bisschen Lehm ranzukommen. Okay, jetzt als erstes mal. Was schon mal wichtig ist, hier muss. Eigentlich müsste hier ein Holzbalken rein. Oh, ein Schaf. Ah, ja, Schafe, Schafe, Schafe. Wie man sich schon denken kann. Alter, hier spawnen richtig viele Tiere. Bleibt hier! Ich brauche euch doch. Also vor allem die Schafe. Also die Schafe sind auf jeden Fall sehr wichtig. Okay, gut, das ist eigentlich eher merkwürdig als logisch. Ja, Moment. Also bevor wir hier weitermachen, muss ich logisch das so machen. Dass zumindest da, wo ein Pfosten ist. Okay, auf der Seite lässt sich das jetzt eher schwierig durchführen. Aber dass da, wo Pfosten ist, halt auch auf jeden Fall eine solide Wand ist. Das Haus wäre. Ich will sofort zusammenkrachen, sonst. Gut. Das einzige, wo eigentlich tatsächlich das Zeug, ja, top. Hätte bleiben können, ist ja offensichtlich da oben gewesen. So, gut. Wir brauchen eine Treppe da hoch. Die Frage ist, wie legen wir die am intelligentesten an? Hier kann ich theoretisch eigentlich auch gleich dicht machen. Weil davon abgesehen, dass hier total unlogische Kombination mit dem Pfosten hier oben ist. Aber da kann ich jetzt auch nichts machen. Die brauchen wir da an der Stelle leider. Gut. Ist am ehesten könnte ich das. So. Und dann ist hier noch der Boden. Oh, warte. Das ging jetzt erstaunlich gut. Kann es sein? Es ist jetzt eine sehr vage Vermutung, aber kann es sein, dass das mit einem Treppenbau ein bisschen gefixt wurde? Oh. Ach, verdammt. Jetzt habe ich den Boden doch eine Stufe zu niedrig gemacht. Erstmal eine neue Axt machen. Weil die alte kaputt ist. Oh, yay. Hat sogar perfekt gepasst. Jetzt tun wir erstmal, ja. Wie gesagt, die alte war kaputt.
Hat mir niemand geglaubt. So. Jetzt erstmal hier den ganzen Boden weg, Alter. Das ist ja ein. Vor allem, ich sag noch, ja, das gehört auf die Holzebene. Deswegen ja, ist ja hier auch wurscht, was da für eine Ebene ist. Ne? Aber, ja. Aber man kann es ja auch mal verkacken, ne? Also. Ist ja nicht schlimm. Wir haben ja Zeit. Verbauen gehört dazu. Leider. Ich würde gerne darauf verzichten, tatsächlich. Okay, man kann immer noch keine Treppe hochsneaken. Was schon leicht schade ist, aber naja, gut. Man kann ja nicht alles haben. Aber wenn man es hier so sieht, ja, gibt überhaupt keine Probleme mit dem Treppen fast. Das sind schon mal sehr schöne Neuigkeiten. So, und wenn ich das jetzt so sehe, müsste ich eigentlich hier vom Holz her das alles so machen können. Hoppla. Der war falsch. So. Jetzt haben wir sogar ein Treppenhaus. Wobei Treppenhaus ein bisschen übertrieben ist. Ja. Hier im Pfosten? Ja, hier ist sogar ein Pfosten. Und wieder sogar ein Pfosten ist. Sogar tatsächlich ist hier ein Pfosten. Okay, das funktioniert leider nicht. Dann können wir hier schon mal an die tatsächliche Wand anknüpfen. So. Ich weiß jetzt nicht, ob man sich hier den Kopf. Ne, das passt alles. Da kommt man durch. Hier ist noch ein bisschen dunkel im Hause. Aber hier müssten eigentlich hier so. So schön wie hier der Berg ist, aber tut mir leid. Ich möchte schon eine, zumindest eine kleine Aussicht haben, wenn ich hier aus dem Fenster schaue. Auf den Rest von meinen Bauwerken. Und auch tatsächlich auf da hinten das Ganze. Weil mir das Terrain technisch schon. Okay, hier unten muss ich dann ab hier auch nochmal in die Tiefe legen. Kann ich denn hier auch noch? So. Die Ecke hier ist noch. So. Ich glaube, jetzt ist es perfekt. Ja, jetzt ist es schön. Toll. Ah ja. Sehr gut. Dann. Hier die Ecke. Ja gut, die bleibt mir fast nicht anders aus, außer solide zu lassen. Also entweder Vollverglasung oder solide. Also hier. Ist es, denke ich mal, eindeutig, dass das Fenster hier so reinkommt. Selbiges gilt für hier. Hier ist eine Tür. Ja, was soll man machen? Also hier sind eigentlich überhaupt keine Fenster, die bessere.